Leben aber wie, so ist das Thema des Filmfestivals. Und um das Zusammenleben geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Genau vor 20 Jahren, da rief die Punkband Normal aus Winnenden zu der Aktion Kein Hass im wilden Süden auf. Anlass waren Übergriffe auf Ausländer. Und das Zusammenleben verschiedener Kulturen ist ja auch heute noch alles andere als normal. So erhielt ein Musikwettbewerb gegen Gewalt und Rassismus zahlreiche Drohungen. Trotzdem haben sich ganz viele Nachwuchsmusiker beworben bei der Aktion Mach dein Ding gegen rechts. Mit dabei auch die Musiker von Normal. Wenn es gegen rechts geht, ist Dabeisein für die Altmeister des Punks Ehrensache. Beim Winnender Wettbewerb als Special Guest dabei die Gruppe Normal. Wir haben Mauern eingerissen. 1992. Frontmann Lars Beser ruft die Aktion Kein Hass im wilden Süden ins Leben. Und alle Lokalgrößen wie Fanta 4, Pur, Rezzo Schlauch und der SDR sind dabei. Verein dem Entsetzen über die Angriffe von Neonazis in Ostdeutschland. Niemals vergessen. So der Titelsong der Benefiz-CD. Heute ist es, glaube ich, etwas anders und ich finde es heute unheimlich wichtig, dass viele junge Leute wieder sich damit beschäftigen, mit diesem Thema, weil wir das ja in letzter Zeit einfach auch gemerkt haben, wie wichtig oder wie gefährlich einfach diese ganzen Neonazis wieder geworden sind. Und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern eben auch in ganz Deutschland. Auch im Rems-Murr-Kreis. Kaum stand der Aufruf, mach dein Ding gegen rechts im Netz, wurde der Server attackiert und kurzfristig lahmgelegt. Musikmanager Hans Dierer, ebenfalls schon vor 20 Jahren mit dabei, ist froh, dass trotzdem viele engagierte Einsendungen kommen. Ja, also wir waren sehr, sehr überrascht, wie schnell doch die rechte Szene funktioniert hat und wie schnell vor allem Jugendliche in der rechten Szene gemerkt haben, dass wir hier so eine Aktion machen. Die Rechten riefen zum Boykott des Wettbewerbs auf und pöbelten mit rassistischen Parolen. Und noch etwas macht leider nachdenklich. Es ist gar nicht mehr so schick, irgendwie gegen rechts zu sein. Damals waren wirklich alle dabei. Heute ist es wirklich so, dass viele sagen, wir lassen das lieber. Auch von den Bands übrigens. Also viele sagen, die sind auch nicht mehr so politisch wie früher. Es gibt ganz viele, die sagen, nee, wir wollen nicht mitmachen, weil wir wollen uns die Käufer aus dem, vielleicht halbrechten oder wie auch immer Lager, nicht verbrennen. In Winnenden mit dabei die Stuttgarter Sängerin Steffi Mira mit dem Titelsong des Nachwuchswettbewerbs Die Farbe deiner Haut. Eine fremde Religion, wer versteht dich schon? Du kamst zu uns von sehr weit her, deine Heimat gibt's nicht mehr. Hast kein Hab, kein Gut, kein Geld, nur dein Leben. Die Farbe deiner Haut tangiert mich aus das Peripher. Und auf den Punkt gebracht, sie ist mir scheißegal. Am Lessing-Gymnasium in Winnenden wird heftig geprobt. Die Schülerband Fast Alaska will beim Finale dabei sein. Am Sound muss noch gefeilt werden. Vom selbstgeschriebenen Text und der Botschaft sind die Juroren Hans Dierer und Steffi Mira begeistert. Ja, yeah. Gut. Dass jeder, der halt auch anders ist, dass halt auch jeder das so sich so ausleben kann, wie er möchte. Und einfach dann auch zum Beispiel, wenn er jetzt Musik macht, dass er dadurch vielleicht auch ein bisschen mit den anderen sich so einbringen kann. Und dass Gewalt oder sowas für uns keine Möglichkeit ist, sich zu verständigen, sondern dass man das alles auch so schafft. Beworben hat sich auch Around Us. Der eine, schwäbischer Rumäne und deutscher Hip-Hop-Meister, der andere, halb Spanier, halb Italiener. Ideale Botschafter für Toleranz und Solidarität. Ob jetzt jemand dunkel ist, hell ist oder was anderes, wir sind alle gleich. Und ja, die Musik von uns soll die Menschen dazu bringen, das zu verstehen, dass es nicht wichtig ist, besser zu sein wie jemand anderes, sondern dass wir alle gleich sind. 1992. Zehntausende feiern ein rauschendes Fest gegen Hass im wilden Süden.
Kultusminister Meyer Vorfelder hatte sogar schulfrei gegeben. Doch Lars Beser geht es um mehr als Aktionismus. Es ist nicht so, was es bewirken soll, sondern es ist wichtig, dass man sich hinstellt und sagt, ich bin gegen Nazis. Und nicht nur irgendwie auf der Bühne, sondern eben, dass man das auch im täglichen Leben bringt, dass man auch mal in der Kneipe irgendwo auf den Tisch haut und sagt, nein, du redest hier einen Scheiß daher. Mach dein Ding gegen rechts. Ein Appell für Mut und Toleranz. Nicht nur an Musiker gerichtet. Ein Appell an uns alle.